Ja, eigentlich ist Lesen nicht so mein Ding. Unsere eindrucksvollste Statue hier heißt Yogg, kurz für Yogg Wowie, der steifbeinige Bär aus einer alten Legende. Oh ja, sein Name ist Yogg Wowie, aber seine Freunde dürfen ihn Yogg nennen. Steifbeinige Bären sind nicht deine Freunde. Sie wollen dich auffressen. Auffressen? Sollte Yogg jemals aus dem Tal entkommen, verwandelt er sich zurück in ein Monster. Aber bis dahin macht ihr lustige Bilder mit ihm. Wir müssen ihn aufhalten. Und wie? Wir sind fast da. Nachdem ich jahrelang für Fotos mit blöden Touristen posieren musste, bin ich endlich mit Reisen dran. Wir kommen näher. Ja, aber die Sonne geht richtig schnell auf. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen können. Dann quatsch nicht die ganze Zeit und leg mal einen Zahn zu. Tut mir leid, es ist nur so lange her und wir sind so gut wie da. Naja, vielleicht kann uns die Broschüre weiterhelfen. Oh, wenn du die Felsnadel erklimmen kannst, hast du streng genommen das Tal verlassen, oder? Dann los! Freiheit, du hast mir so sehr geholfen. Ich schäme mich beinahe, an dir zu nagen. Ich meine, dich zu fragen. Was darf sein? Du in meinem Magen. Was? Ich habe seit Jahrhunderten nicht so eine Macht verspürt. Aber ich hab dir vertraut und du hast gesungen und das alles. Oh, das nennt man Lebenserfahrung, aber die nützt dir nichts mehr. Rettung naht! Er hat dich nicht gefressen. Wir waren gerade beim Frühstück. Ihr seid willkommen. So leicht kommst du nicht davon, Yogg. Wir haben alles über dich in der Broschüre gelesen. Das gefällt mir so an euch Menschen. Keiner liest das Kleingedruckte. Oh, Kinder, ich weiß gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken soll. Nun ist es soweit. Nichts und niemand hält mich auf. Diese Welt, groß und weit, gehört endlich mir. Ihr habt euch täuschen lassen. Hey! Das hättet ihr wohl gern verhindert. Aber ich gratuliere euch, Kinder. Nun bin ich frei. Jetzt reicht's, Yogg. Ehrlich gesagt wollte ich dir schon nach dem ersten Gesinge eine reinhauen. Verschwinde, du singender, lügender Tanzbär! Du hast verloren, Kleiner! Ich werde immer stärker und hungriger! Tja, dann gehst du heute hungrig ins Bett! Ich wollte Frischfleisch, aber Pfannkuchen sind mir auch recht! Ich glaube nicht, dass ich da rechtzeitig hochkomme. Ich kann gut springen, aber das ist viel zu hoch! Vielleicht muss das überhaupt nicht sein. Danke, dass ihr mich befreit habt. Lauft ja nicht weg, obwohl mir die Jagd auch Spaß macht. Die markanten Sandsteinfelsnadeln überragen das Tal um mehr als 100 Meter. Was? Dann kürzen wir mal auf 90, 80, 70, 60, 50. Nein, stopp! Wieso braucht die Sonne so lange? Komm schon, komm schon! Wenn ihr Vorschläge habt, höre ich gerne zu! Danke für die Hilfe, Kinder! Ich bin Yogg Wowie, Verspeiser von Narren! Ihr würdet mir beinahe leid tun, aber nur beinahe! Wenn er nicht aufpasst, dann kippt er mit dem ganzen Teil um! Lenk ihn weiter ab, Ben! Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, ihr würdet mir fast... Oh, die Sonne! Ich bin so nah dran! Ich bin Yogg Wowie! Ich bin... Oh, Schande! Gut wie neu. Legen wir los. Bitte lächeln. Ah, da steckt ihr. Wow, das ist Yogg. Das war das letzte Foto. Jetzt bekommen wir endlich ein cooles Maskottchen-Shirt. Oh, aber die gibt's schon seit letztem Jahr nicht mehr bei uns. Steht auch in der Broschüre. Natürlich, in der Broschüre. Was für ein Tag, was für ein Tag.